Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Photoshop-Tutorial von mir. Ich bin der Graphic Guy und heute möchte ich euch, wollen wir uns mit dem Thema Farbe und so beschäftigen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich mache, aber, wo sind die Bilder? Was machst denn du? Voll komisch. Ich möchte euch heute das Thema Schwarz-Weiß näher bringen. Dazu habe ich eine Galerie, hier oben ist der Link dazu, gefunden, mit wunderschönen Fotos und auch schönen Schwarz-Weiß-Fotos wie diesem hier. Ein wunderschönes Bild von einer wunderschönen Frau. Kann man nicht mehr dazu sagen. Ist einfach gelungen. Und wie komme ich jetzt zurück? Egal. Deswegen ziehe ich erstmal diese drei Bilder hier auf diese Seite, da wo sie hingehören. Gehe in Photoshop rein, ziehe. Nein, ich will mich doch mit dem Thema Farbe beschäftigen. Deswegen ist hier ein Bild von mir. Das ist eine Fotografie von mir, die ich dann mit Kreide und so ausgemalt habe. Und heute möchte ich an ihr ein bisschen arbeiten, vielleicht mit dem Pinsel. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit dem Pinsel arbeiten will. Und dann noch mit der Pipette. Dann setzen wir den Pinsel größer. Wie stark ist der Deckkraft? 100%. Ja, das gefällt mir nicht. Wir setzen den runter. Fluss können wir auch ein bisschen runtersetzen. Dann fangen wir einfach an zu zeichnen. Am besten ist, damit wir uns absichern können, wenn wir das Lasso-Werkzeug auswählen und einfach nur grob diese Stelle hier auswählen. Dann können wir uns damit relativ einfach absichern, weil wir nicht mehr hier zeichnen können, sondern nur noch hier. So. Außerdem habe ich Scheiße gemacht. Ich habe schon wieder vergessen, Ebene duplizieren, immer wichtig. Dann gehen wir zurück auf das Lasso-Werkzeug und sagen, hier Auswahl aufheben. Dafür wählen wir den nächsten Bereich aus, den wir bearbeiten wollen. Und in diesen Schritten würde ich einfach die ganze Zeit arbeiten. Dann wählen wir wieder eine Farbe aus, in dem Fall dieses Violett. So ein altes, schönes. Dann fangen wir auch hier an zu zeichnen. So, dann gehen wir wieder auf das Lasso-Werkzeug und wählen den nächsten Bereich aus, nämlich hier am Hals, den Bereich hier, und in dem möchte ich tatsächlich selber eine Farbe wählen, nämlich dieses Rosa. Hier arbeiten wir wieder mit
den Pinsel. Ich glaube, ich setze hier sogar noch die Deckkraft noch stärker runter, damit das halt nicht so auffällt. Dann können wir sagen, wenn wir auf dem Lasso-Werkzeug sind. Ich muss mal kurz hier das Mauspad wegschieben und das Grafiktablett, das ist näher schieben. Können wir zum Beispiel sagen, Auswahl aufheben, und da ist doch schon dieser Unterschied da. Ja, ist schon ein Unterschied zu sehen. Dann gehen wir wieder auf das Lasso-Werkzeug, wählen diese Gesichtspartie hier aus. Hier mit dem Ohr zusammen. Muss nicht unbedingt mega genau sein, so Pi mal Daumen reicht auch. Da wählen wir, nein, wählen wir diese Farbe. Ich würde das sogar ein bisschen korrigieren. Hier so in diesem Ton. Nein. Wie gesagt, in diesem Ton. Und dann Pinselwerkzeug. Ja. Ich werde nachher noch mit einem Filter arbeiten, denke ich mal. Oder ich werde hier diese Partikel über das komplette Bild setzen. Mal gucken. Aus dem schwitzt meine Hand gerade so. So. Nicht gerade das geilste Gefühl. Hallo? Da. Okay. Farbe gelb. Und so arbeiten wir halt die ganze Zeit, bis wir nicht zufrieden sind mit dem, was wir gemacht haben. Ich kann ja währenddessen mal ein bisschen erzählen. In der gestrigen Folge gab es ja eine Question and Answer. War ja Question and Answer Folge. Q&A eben mit einem Freund von mir, Timo. Schreibt doch mal einen Kommentar, ob euch das jetzt gefallen hat oder nicht. Ob ich weiterhin sowas machen soll. Ja. Weil, wenn er bei mir übernachtet, ich glaube, kommt an meinen Geburtstag zu mir. Werden wir einfach, naja, noch ein bisschen ist gut, eine Menge aufnehmen. Außerdem könnt ihr mir mal sagen, was ihr wollt, dass ich in Zukunft Photoshoppe, denn mir gehen so ein bisschen die Ideen aus, muss ich ja zugeben. Weil, warum, keine Ahnung wieso, ja. Und ja, könnt mir ja sagen, was ihr euch so wünschen würdet, was ich so photoshoppe. Ich habe übrigens in Wahrheit gar nicht so ein breites Gesicht. Es ist einfach, ich habe ja total verkackt. Ich habe eigentlich ein richtig schmales Gesicht. Das heißt richtig schmal, also schon ziemlich schmal. Ich habe da einfach verkackt, weil ich zu stark über den Rand gemalt habe. Und ja. Okay, dann sagen wir hier wieder das hier. Und dann sagen wir so aufheben. Dann gucken wir uns das doch mal an. Ist doch schon ein Unterschied zu sehen. Ich würde jetzt sogar hier hingehen und sagen,
Pinselwerkzeug, Deckkraft 10%, dann hier ein bisschen. Dann würde ich auch mit dem Gelb, mit einem Gelbton hierher gehen. Dann würde ich auch sagen, so. Tatsächlich ist das das Einzige, was ich bearbeiten will. Also ich werde das Bild ja nicht veröffentlichen. Ihr könntet jetzt noch die kompletten Gesichtspartien bearbeiten, aber ich werde jetzt einfach Folgendes machen. Ich werde das Bild hier grob ausschneiden und dann gehe ich auf Auswahl umkehren. Und jetzt fange ich an mit Filtern zu arbeiten. Es gab ja diesen Filter, den ich gestern die ganze Zeit angeguckt habe. Das Blendenkorrektur, was heißt das? Das lädt dann jetzt kurz. Ich weiß nicht, ob ihr was dagegen hättet. Oh nein, keine Rückmeldung. Ich weiß nicht, ob ihr was dagegen hättet, wenn ich kurz... ja. Cool. Horizontale. Ach so. Ach. Das ist ja cool. Das könnte ich jetzt drehen, wenn ich lustig wäre. Ach cool, dann könnte ich hier außen noch. Aha. Noch so wie ein. Cool, das ist. Das ist auf jeden Fall interessant. Sonstige Filter. Bewegungsunschärfe. So, das sieht man ja hier. Ich lasse das sogar mal so. Dann gucke ich mir das mal an. Und dann möchte ich noch mit mehr Filtern arbeiten. Kacheleffekte. Was sind Kacheleffekte? Ich habe zum Bild. Nee, kein Bock. Also man merkt, ich bin schon sichtlich verzweifelt. Ich werde auch gleich rausgehen und Fotos machen, damit ich wieder Stoff habe für die nächsten Folgen. Buntglasmosaik haben wir doch auch alles mitgearbeitet. Ist jetzt nichts Neues. Das ist ja voll klein. Ach so, ja, ich bin ja auch nicht mehr in der 4K-Auflösung. Ich habe ja mit meinem iPhone aufgenommen. Ich mache ja meine Bilder sonst immer in 4K. Und jetzt habe ich mich... Und das Bild ist in keine Ahnung was für eine Auflösung. Und deswegen ist die Bilddatei auch sichtlich sehr viel kleiner. Fugenbreite. Das sieht interessant aus, aber ich möchte das nicht. Dunkle Malstriche.
den, 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 den. Diagonal verwischen. Was hatten wir? 66% sollten. Das sieht cool aus. 50%. Diagonal Strichlänge 10. Dann lassen wir das Ganze kurz laden. Ich habe mir auch überlegt, mir demnächst eine neue CPU zuzulegen. Denn ich kann es halt. Und so. Ich würde das alles einfach so lassen, wie es ist. Das sieht cool aus. Und jetzt würde ich vielleicht noch sogar hingehen und sagen, ich schneide. Ich mache schon mal hier, schneide ein bisschen über den Körper, um den Körper herum und arbeite um den Kopf herum meine ich, und arbeite um den Kopf, nein, hä? Mal doch, jetzt weiß ich, wie ich das anstelle. Ich mache hier und dann gehe ich halt um den eigentlichen Kopf herum und dann muss ich in diese Richtung. Und hier könnte ich jetzt auch noch mit Kunstfiltern arbeiten. Wo ich auch wieder auf 50% gehe, dann sage ich den, dann kann ich das hier machen, weil ich kann sagen, ich mache Ozeanwellen, was eigentlich ganz cool aussieht, oder ich sage, ich mache weißes Licht, ich mache Patchwork. Patchwork sieht echt cool aus. Größe 10. Reliefhöhe. Na, das sieht komisch aus. Mal gucken. Mehr habe ich hier nicht. Ich würde jetzt auch auf OK tippen. Dann sage ich Auswahl aufheben. Und damit haben wir ein neues Bild innerhalb von 20 Minuten, also 18 Minuten. Ich möchte euch, ich werde das jetzt sogar speichern, Datei speichern. So, damit haben wir ein neues Bild gemacht. Aus einem langweiligen wurde ein sehr interessantes Bild. Und ja, ich würde euch wirklich noch ans Herz, also ich würde euch empfehlen, auf den Blog dieser Dame zu gehen. Hier oben ist der Link. Was auch immer du lädst, hör auf damit, geh zurück. So, ja. Ja. Hier oben ist der Link. Die macht coole Fotos und so. Und ja, ich würde dann sagen, besucht auch noch meinen. Hallo? Meine Maus? Hallo? Besucht auch noch meinen Tumblr-Blog. An dieser Stelle möchte ich euch sagen,
Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei, wenn es wieder heißt, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Grafiker, bla bla bla. Ihr kennt ja den Anfang. Auf jeden Fall sage ich ciao und bis zum nächsten Mal.